Hallo und herzlich willkommen hier auf der Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Ja, eine Woche wieder geschafft. Und ich bin auch geschlafen, hoffe ich jedenfalls die Zeit. Ja, heute noch ein bisschen die Restduppen fräsen. Der Regen hat aufgehört. Aber wie gesagt, ist noch zu nass und sie ist noch nicht reif. Jetzt haben wir 13 Uhr. Das heißt, wir werden den Tag beschäftigen. Wir haben die Änderung vorbereitet, die Maschinen stehen bereit. Was ich nochmal kaufen werde, ist ein Pöttinger Jumbo für Strom. Aber das mache ich kurz davor, wenn ich ein Fan hier zum Hochdruck fahre. Da kann er gleich entsprechend da eingesetzt werden. Ne? Ich habe die nötige Leistung, die nötige Geschwindigkeit. Dann kann er voll in der Ernte einsteigen. Jetzt auch ein Stroh einsammeln. Nachdem die Ernte mit dem fertig ist, ne? Also die Gerste, das Korn im Lager ist. Ne? Das ist alles unser Bier. Vorwärts. Ja, heute mal Duppen fräsen und mal sehen, was wir morgen machen. Bäume fällen garantiert nicht. Muss ich mir auch Zeit haben, die entsprechend wegzufahren, dann haben wir das garantiert nicht. Ja, leider geht Düngen noch nicht. Oder? Könnte ja sein, dass was ändern kommen ist. Mal gucken. Wegen Gras. Dann müsste hier wieder grün sein, also hellgrün. Und hier müsste vom Wachstum ein Beider sein, dunkelgrün. Und das ist noch nicht der Fall. Denn hier müssen noch Felder 4, 5 und 6 düngen. Die 23 ist klar wegen Gras. Und die 36 auch. 24, 25. Ja, Ernte 2, 15, 1, 3, 21. 13 auch und 12 auch und die 54 und die 44. 18 und 17 natürlich auch. Ist aktuell noch nicht alles reif. Da haben wir keine mehr, glaube ich. Hier haben wir noch Holz zu liegen. Können wir bei Gelegenheit holen, das ist nicht ganz so dramatisch. Bei Gelegenheit fragen genau morgen hingeben heute, morgen am Tag in Folge, ja, mal sehen. Hier liegt auch einer, oder die werden wir gleich wegfräsen. Hier muss man ja schauen. Ich meine, der Fräse ist wurscht, ne? Du hast keinen Zugang, ne? Was die anderen machen, ne? Da stimmt was nicht. Ach so, das ist leer. So, hackt das ist alle. Den Abfahrer bereit, ne? Und gleich mal wieder reparieren. Ja, die Lade geht immer noch. Das ist ja blöd, ne? Wenn er leer ist, dann entsprechend keine Meldung kommt, ne? Oder man sieht es nicht, ne? Ne? Gut. Tank. Passt. Der nächste Abfahrer ist fertig. Waschen brauchen wir nicht, das ist. Geht's mir noch gerade so. Ne? Also du rost da auch ein bisschen, ne? So, jetzt fahren wir Richtung. Und dann
Vorbereitungsplatz, ne, für Abfahrer, ne? Dann haben wir 4 Abfahrer. Gut, von 3 dann entsprechend können wir dann 2 fahren lassen. Hier 3, 2. 2 ist aber auch nicht so klein, ne? Obwohl, wir werden sie, wenn sie ja, so dicht dran, dann würden sie über den Haufen fahren. Holz. Also, bin noch gut drauf, noch flink. Wieder, ja, ja, hier. Kommen an Ihrem Feld. Finde ich gut. Noch mal begrüßt an LS, ne? Hab ich an, Arbeit. Was darf ich tun? Hier später mal das Bolle kaufen. Da kommen ihren Fan, ja? Schön. So viele Bäume gewesen hier? Wahnsinn. Ja, und das ist morgen noch eine Folge und dann haben wir eine Woche geschafft. Und? Dann kommt das nächste Ding näher, ne? Weihnachten. Ja, gut. Das dauert noch, ne? Aber so lange nicht mehr hin, ne? Überlegt. September ist fast vorbei. Wenn die Folge kommt, ist vorbei. Oktober. Wo willst du mich? Ah, sagst du. Glaub mal, ich hab Zugang. Können wir nicht stehen lassen hier. Fast voll. Ist ja wieder gut für ein Papier, ne? Wenn wir brauchen, ne? Mal höher angreifen, die Kasse wieder runter. Sauber weggearbeitet. Ein paar Kollegen haben wir gepflanzt hier. Aber dann werden wir die Stumpen alle weg sein, dann haben wir keinen Zweck. Wenn die kleinen flachen, das macht nichts, da kommst du rüber, aber wenn du einen großen hast, da schlecht. Wenn du einsammelst, ein LKW, Einsammelkiste her und du an Hecken bleibst. Bei den alten Stunden, bei neuen, hat nicht so gut. Ist schlecht. So, da haben wir noch einen.
Im Grunde mag keine Stumpen. Das ist alles so eine Friemelarbeit. Kannst kein Helfer einstellen. Kein Crossplay. Kein Autoreif. Kann man nicht mal sagen, ich will die hier mal weg, ne? Das geht nicht. So später Frühling, der Sommer rückt näher. Und dann die große Ernte. Ja, die ersten Weizenfelder kommen gleich links rein. Aussaat. Ja. Raps, zwei Felder, kommen drei. Und die drei, zwei und die kurzen kommen Raps. Da wo Raps ist, wahrscheinlich Gerste oder Weizen. Wahrscheinlich. Also pauschal. Wegen der Fruchtfolge auch, ne? Warum geht's um euch? Wir wollen ja im Prinzip auch, dass wissen die Erträge das Maximum rauskommen könnte, ne? Und nicht, dass wir im Prinzip dadurch Verluste einfahren, ne? Ja, morgen. So, morgen kommt er, ne? Ja. Weiß ich auch nicht genau. Mal sehen. Ich glaube nicht, dass hier genug da ist an produzierten Waren. Mal gucken, ne? Den Rest Haxen verkaufen. Also den Rest, was dann auch im Hänger steht. Oder den Rest hier noch holen, ne, vom Heizkraftwerk oder vom Umstehen. Und dann können wir mal sehen, dass wir wieder was wegfahren, ne? Müsste ja eigentlich auch was produziert worden sein über Nacht. Haben wir einen Tag wieder gut locker was hergestellt, ne? Zement, ja, Zement. Zement müssen wir noch zurückbringen. Also vier Paletten auf jeden Fall. Sonst geht die nicht fertig, ne? Ist noch nicht ganz so dramatisch, nicht fertig wird, aber wenn ich mal richtig reich bin und das Feld kaufen kann, 66, wäre doch was, ne? Aktuelles Gerste drauf. Ja, selbst noch Kredit kann man sich leisten. Müsste man auch mindestens 2 Millionen verdienen. Könnte vielleicht klappen. Hier verkaufen. Müll. Immer kein Hopfen kaufen müssen, ne? Sozusagen, ne? Aber Hopfen werden wir nächstes Mal. Ja, nächstes Mal machen halt. Ist auch nicht so weit, die Ernte. Noch mal gedüngt werden, ne? Aber ich weiß, die brauchen mehr Hopfenfelder, das wird fest. Also die drei werden nicht reichen. Das wird nichts werden. Denn Bierproduktion darf nicht zum Erliegen kommen, ne? Denn nur so kriegen wir für unsere Weizen und Gerste auch das gute Geld, ne? Der Veredelung mäßig. Hopfen dazu kaufen ist ja auch irgendwo eine teuer, ne? Deswegen zum nächsten Jahr wäre nur 66 nicht schlecht, wenn wir schon mal eine Abbrücke gebaut haben, ne? Große Felder kaufen als Devise. Die Möglichkeit bis zur Ernte noch einkaufen, fällt. Aber der um 3 Millionen pumpen müsste. Muss ja mal Mischfutter verkaufen, das wird noch gehen. Und Dünger.
geht ja darum, dass sie nicht cheaten wollen, ne? Das ist ja nicht, das ist ja Quatsch. Wenn es nicht reicht, dann halt nächstes Jahr noch, ne? Schweine verkaufen wird noch nicht gehen, das Schweinefleisch, wird noch nicht mit da sein. Aber garantiert sind die ersten Schweine auch wieder soweit zum Schlachten. Mal schauen. Dann werde ich morgen verkaufen. Sonntag. Dieser Stumpenfräsen ist nicht ganz so dramatisch. Ich habe jetzt nicht vor, Bäume zu pflanzen. Zum einen ist Sommer, zum zweiten. Die Bäume, die ich jetzt schon pflanzen wollte, habe ich schon gepflanzt. Das ist jetzt nur so eine Aufgabe zum Lücken füllen. Ich habe nicht unnötigerweise Zeit vorspulen müssen. Ne? Das wäre nicht Quatsch. Da fehlt ein Baum. Von mir. Daneben ist ein Stumpen. Das ist schlecht. Für einen Baum und für einen Stumpen. Und wir stehen an dem Baum. Den Stumpen. Und der Baum auch weg. Das wäre ärgerlich, ne? So viel Masse hat er noch nicht im Holz. So, die Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Morgen geht es weiter mit Verkauf von Waren allgemein. Und über Bier und Milch. Sollte wieder fünf da sein. Ach, ne? Mittlerweile schon ein Tag vergangen. Fast. Ja, dann seid mal tschüss. Ciao. Schönen Rest Samstag. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen da seid. Hier vom Arsch. Und vielleicht heute Abend bei Thüringen. Wenn ihr irgendwie Lust habt, ne? Wenn ihr Zeit habt. Ich weiß ja, wie es ist. Zeit ist knapp. Bei mir auch. Leider. Dann seid mal tschüss. Im Winkel. Und vielleicht sieht man sich dann entsprechend wieder. Ne? Tschüss.